Die Liga sieht violett, dass an der unangefochtenen Nummer Uno der Jokers nicht zu rütteln ist, merken die Stallions gleich kurz nach Beginn. Traumpass von Quarterback Emir Djenanovic auf Tobias Tröger in die Endzone. Gut 27 Yards, Touchdown, 6-0. Die zwei Extrapunkte durch Gunnar Knöckel hinterher darf die von Christoph Brauner koordinierte Offense gleich nach Ballgewinn wieder ran. Ja, die Defense heute erneut bärenstark, aber es wäre unfair, den Angriff immer hinten anzustellen. Auch der macht richtig Spaß. Was für ein Lauf von Zed Hunt. Wirklich war wunderbar. Die Jungs haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert, das muss man sagen. Im Hinspiel haben wir noch 22 Punkte gemacht, mit Schwierigkeiten teilweise. Ja, heute waren es wieder die 5 hoch, glaube ich, vorne dran gestanden. Ne? Na, so weit sind wir noch nicht, aber schon im ersten Viertel sorgt der Spitzenreiter für klare Verhältnisse. Und ab geht die nächste Sendung. Die Marcus Harrison durchs Zentrum und dann nicht mehr zu stoppen. 22-0 zum ersten Wechsel. Harrison hat kurz Pause und sieht, wie er aus der eigenen Verteidigung Konkurrenz bekommt. Benjamin Ferlau macht sich den Weg frei und die nächsten Punkte. Naja, die zwei anderen aus der Line von uns waren gut am Tackle dran. Und dann kann ja der dazukommt, gut auf den Ball gehen. Da habe ich den Ball rausgerissen und zum Glück war es dann immer weit. Ja, Defense-Punkte immer besonders gefeiert, aber auch wie der Angriff dann die nächsten Extrapunkte sichert. Richtig klasse. Emir Djenanovic unter Druck, bleibt kalt wie Hundeschnauze, läuft sich frei und weiß dann genau, wo Gunnar Knöckel wartet. 30-0. Nochmal 6 kommen dann durch einen weiteren Touchdown von David Kohl obendrauf. 36-0 zur Pause ist genauso top wie die Nachwuchsarbeit. Halbzeit 2. 3. und 25 für die Jokers. Wenn ihnen das nichts sagt, weil die Football-Regeln nicht sitzen, egal. Einfach hingehen, vom Sprecher wird das Spielgeschehen immer prima erklärt und man kann prima die Stimmung aufsaugen. Gunnar Knöckel nach erneut klasse Pass macht die 25 und die restlichen 50 zum Touchdown noch obendrauf. Klasse Spiel des Spitzenreiters. Knöckel zu schnell für die Stallions-Verteidiger. Und auch das Schlussviertel, klar von den Jokers dominiert, wenngleich die knallende Sonne und die Jungs sind immer noch in voller Montur, jetzt auch die Konzentration etwas zum Nachlassen bringt. Martin Dietrich, ja, wenn der den Punt, den Befreiungsschlag erwischt, endet sein Lauf nicht selten in der gegnerischen Endzone. Zuletzt noch ein angetäuschtes Field Goal, doch der Ball kommt zu Sebastian Strunz, der damit zum 50-0 läuft. Was für eine Demonstration der Jokers, die Playoffs damit im Sack haben, aber ausruhen? Nee, also nächste Woche geht es um die Meisterschaft. Das ist ein ganz wichtiges Spiel, weil wenn wir das gewinnen, haben wir Heimrecht in dem ersten Playoff-Spiel. Also das ist nochmal ultra wichtig in Schweinfurt. Aber ehrlich, wer will die denn stoppen? Ja, und folgend noch einige schöne Spielzüge dieses Top-Duells, die es aus Sendezeitgründen nicht in den TV-Bericht geschafft haben. Wahnsinn! Point zu holen, 2 Punkte, die lassen wir nicht liegen. Emir Djenanovic mit dem Pass und er ist gut abgelaufen. 84, das ist der Gunnar! Aufgenommen von den Stallions. Und die Sache wird... Schauen wir mal, was sie sich überlegt haben. Was kommt an? Die Nummer 17, die Marcus Harrison! Und es steht 16-0! Das ist ganz, ganz großer Football, ganz ehrlich. Verliert er den Ball? Und die Nummer 45! Jetzt ist die Sache safe! Touchdown! Jokers! Was Ehrliches kommt wieder. David Kohl, die Nummer 2. Werden sich mit einem Punt vom Angriff sich trennen. Und das sehen wir nochmal. Die Nummer 20, Martin Dietrich. Come on, Martin! Come on, come on, come on, come on! Unglaublich, da drüben ist... So, die Jungs wollen den vierten ausspielen mit aller Gewalt, aber die Defense hält. Applaus für die Defense!
Ja, wer mogelt sich denn da vorbei? Die Nummer 17, Richter Endzone! Aber Leute, leider. Eine Flagge auf dem Feld. Schade, schade. Und der Fake, und er ist selber unterwegs. Ein krasser Fake in mir, krasser Fake. Leute, Flagge auf dem Feld. Flagge auf dem Feld, Emir. Tut mir leid.